Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Halo Master Chief Edition Episode 2 mit dem Ralf. Und ja, wir stehen hier vor dem Pelikan und haben gerade die letzten Überlebenden des Absturzes zusammengekratzt, die mit den Rettungsschiffen hier geflohen sind. Und wir gehen jetzt hier direkt weiter und gucken, wo es jetzt hingeht. Abflug! Auf geht's, Lieutenant. Und dann brauchen wir Ihre Hilfe bei einem Rettungseinsatz. Den müssen wir denn retten? Den Keys? Captain Keys, der mit dem Schiff untergegangen ist. Proofs and Reconciliation. Der Feind hat Captain Keys gefangen genommen und hält ihn auf einem seiner Kreuzer, der Truth and Reconciliation, fest. Das Schiff befindet sich zurzeit in ca. 300 Meter Höhe auf der anderen Seite dieses Plateaus. Und wie sollen wir in das Schiff reinkommen, wenn es in der Luft ist? In der Waffenkammer habe ich ein Gewehr bekommen und keine Flügel. Es gibt einen Gravitationslift, mit dem Truppen und Nachschub transportiert werden. Der ist unsere Eintrittskarte. Sobald wir im Schiff sind, müsste ich das Signal der Neuralimplantate von Captain Keys orten können. Tempo Marines! Los, los, los! Immerhin habe ich die Sniper direkt am Anfang. Steigen Sie auf den Hügel dort rechts. Dort können wir die Stellung der Allianz ausspähen, ohne entdeckt zu werden. Rechts? Hier geht's aber links rum. Ich habe in der Nähe des nächsten Passes Geschütze der Allianz entdeckt. Schlage vor, dass Sie mit dem Scharfschützengewehr die Schützen dort ausschalten, während ich Marines anfordere. Bereit machen. Sie werden vorrücken und uns unterstützen, Sergeant. Ja. Der Master Chief wird aus der Entfernung möglichst viele von denen ausschalten. Nicht schießen, bevor der Feind unser Feuer erwidert. Dadurch haben wir das Überraschungsmoment. Hockt keiner drin? Macht sie fertig! Einer rennt zum Geschütz. Erledigen Sie ihn. Ja, da. Nix mit Geschütz. Ich habe Geschütz. Hör mal durch, Man, hier. Oh, was macht denn die hier ums Eck? Oh oh. Nix da. Oh oh. Okay, da ist aber viel explodiert jetzt. Haut rein. Das ist mehr explodiert, als ich wollte. Los, das Korb bezahlt uns nicht nach Zeit. Steigen Sie auf den Hügel dort rechts. Dort können wir die Stellung der Allianz ausspähen, ohne entdeckt zu werden. Ich habe in der Nähe des nächsten Passes Geschütze der Allianz entdeckt. Ich schlage vor, dass Sie mit dem Scharfschützengewehr die Schützen dort ausschalten, während ich Marines anfordere. Bereit machen. Sie werden vorrücken und uns unterstützen, Sergeant. Der Master Chief wird aus der Entfernung möglichst viele von denen ausschalten. Nicht schießen, bevor der Feind unser Feuer erwidert. Dadurch haben wir das Überraschungsmoment. Yay! Macht sie fertig! Captain, einer rennt zum Geschütz. Erledigen Sie ihn. Party People! Aua. Okay, das killt dann direkt. Ja, das habe ich nicht mehr im Kopf gehabt. Das hatte ich nicht mehr im Kopf gehabt. Steigen Sie auf den Hügel dort rechts. Dort können wir die Stellung der Allianz ausspähen, ohne entdeckt zu werden. Ich habe in der Nähe des nächsten Passes Geschütze der Allianz entdeckt. Ich schlage vor, dass Sie mit dem Scharfschützengewehr die Schützen dort ausschalten, während ich Marines anfordere. Bereit
bereit machen. Sie werden vorrücken und uns unterstützen, Sergeant. Der Master Chief wird aus der Entfernung möglichst viele von denen ausschalten. Nicht schießen, bevor der Feind unser Feuer erwidert. Dadurch haben wir das Überraschungsmoment. Ist da wieder einer drin? Ich war noch weit genug weg. Was geht denn jetzt los? Tempo, Marines! Los, los, los! Das Korps bezahlt uns nicht nach Zeit! Steigen Sie auf den Hügel dort rechts. Dort können wir die Stellung der Allianz ausspähen, ohne entdeckt zu werden. Oh, ein bisschen häufig gefehlt hier. Ich habe vor, dass Sie mit dem Scharfschützengewehr die Schützen dort ausschalten, während ich Marines anfordere. Bereit machen. Sie werden vorrücken und uns unterstützen, Sergeant. Der Master Chief wird aus der Entfernung möglichst viele von denen ausschalten. Nicht schießen, bevor der Feind unser Feuer erwidert. Dadurch haben wir das Überraschungsmoment. Da. Ach komm. Macht sie fertig. Nee, das war meiner. Wir sind auch. Da warst du. Hey, wir haben's geschafft. Wir sind direkt hinter ihm, Chief. Halt. Bewegungsverfolgungssystem zeigt Aktivität hinter der nächsten Biegung. Wir sind bereit zum Vorrücken, sobald sie uns anfordern, Cortana. Denn die Granate jetzt wieder her? Boah, die Stelle kotzt mich gerade an, ey. Das Korps bezahlt uns nicht nach Zeit. Steigen Sie auf den Hügel dort rechts. Dort können wir die Stellung der Allianz ausspähen, ohne entdeckt zu werden. Ich habe in der Nähe des nächsten Passes Geschütze der Allianz entdeckt. Ich schlage vor, dass Sie mit dem Scharfschützengewehr die Schützen dort ausschalten, während ich Marines anfordere. Bereit machen. Sie werden vorrücken und uns unterstützen, Sergeant. Der Master Chief wird aus der Entfernung möglichst viele von denen ausschalten. Nicht schießen, bevor der Feind unser Feuer erwidert. Dadurch haben wir das Überraschungsmoment. Album. Jetzt aber. Bringen wir es hinter uns. Siehst du ihn? Oh.
gesessen. Schon wieder her. Truppen der Allianz voraus. Über den linken Fahrt müssen wir durch. Bam. Wir bleiben zurück, während Sie in Stellung gehen, Chief. Sack. Team Charlie. Der Chief hat die linke Flanke abgedeckt. Schlage vor, dass sie in der Mitte vorrücken. Alarm. Landungsschiffe der Allianz im Anflug. Sturm. Unsichtbarkeit. Nice. Moment, das Telefon klingelt. So, da hat kurz das Telefon geläutet, sorry. Telefon! Hallo? Ich sehe
Unter, sagt er. Hier war doch. Nee. Nadel. Da war es das. Verdammt. Rein gar nichts. Vorsicht, könnte überall sein. Nee, könnte nicht überall sein. Nimm mal halt die. Aber der andere hatte doch auch noch welche, die vielleicht doch die Muni aufsammeln, nicht? Genau. Dann haben wir halt nur den Adler. Runtergefallen. Okay, jetzt wird's. Aua. Oh, wobei, wie ging ja jetzt eigentlich? Wir haben den Bereich gesichert. Umstellen wir den Lift. Marines bereit zum Entern. Die Hunter. Cortana an Echo 419. Wir haben den Lift erreicht und warten auf Verstärkung. Verstanden, Cortana. Durchhalten, Leute. Bowhammer endet. Sobald wir drin sind, kann ich nach dem Neural-Interface des Captain suchen. Er wird vermutlich im oder beim Gefangenentrakt des Schiffs sein, was unsere Suche erleichtert. Bleib ich bei der Bewaffnung. Noch irgendwo was rum, was ich brauchen kann. Vor allem mit Granaten. Da war noch eine, ja. Ich glaube, die anderen sind alle explodiert. Liegt hier oben? Da war noch eine. Jetzt habe ich vier. Gott, ihr beam me ab. Wir sind drin. Ich erfasse den CNI-Transponder des Captains. Bisher keine Verteidiger. Schon krass, wie das früher aussah. Truppen sind die etwa alle picknicken gegangen? Aber ich fand die Kristalle früher cooler mit diesem Leuchteffekt. Nein, du musst sterben. Da tut das ein Schwert.
So. Ihr seht mich nicht richtig. Bin ich nicht. Da bin ich. Wäre das krass, wenn da genügend Nadeldinger da sind, dass die einfach explodieren. Mal heilen. Da lang. Das Rot. Das ist rot. Da ist rot, aber da lang geht's. Wir könnten versuchen, über die Seitengänge weiterzukommen. Ja, ich weiß. Nochmal umdrehen. Bleib ich beim Nadler oder nehme ich jetzt hier das Gewehr mit? Davon habe ich noch Muni finde für den Nadler. Sieht glaube nicht so aus. Immer mal wieder wechseln, wie es vorher aussah. Wow. Geht auf einmal wieder die Tür auf. Was? Okay, nehme ich doch die andere Waffe. Mit der habe ich mehr Kontrolle, was trifft und was nicht trifft. Ey, nicht abhauen. Ja, damit. Haben wir noch was? Nö. Auf Tuchfühlung gehen. Okay, da lang. Die doch genau gehört. Immer drauf. Achso, das war nur eine Leiche.
gefunden. Nahkampf ist nun mal am effektivsten. Ja, so eine Explosionskelle tut schon, aua. Da. Give me that. Hier nix. Hä? Was ist dieses Geräusch? Irgendwie hoch? Nee. Hier waren wir vorher. Jetzt wird ein Schuh draus. Hier noch irgendwas? Nö. Nö. Cortana an Echo 419. Fordere Verstärkung für unsere Position an. Hier Vorhammer, Cortana. Ich höre Sie, aber Sie sind im Inneren des Films. Signal und nähern Sie sich im schnellen Tiefflug. Auf der Steuerbordseite des Schiffs ist ein Fährenhangar. Roger, Cortana. Echo 4. Erstmal kurz hier mal Pause. Au. Wo denn? Da. Kommt nur raus, ihr Schweine. Okay. Der ist schon geplatzt. Oh, das Schild. Nein!
Da muss ich rein, da gab es ein Easter Egg, das weiß ich. Weiß ich noch. Gespannt, wie du einen mit 128.000 Bit verschlüsselten Code knacken willst. Fuck. Er hatte keine Schutz mit dem und mit dem Scharfschützen, ich hab was kacken gewesen. Warte mal, kill mich mal. Na gut, dann kill ich mich eben selber. Vielleicht schaffe ich es dann. Nicht irgendwas? Hm? Doch, hier gerade der Schädel. Wusste ich's doch. Hier war nämlich der Schädel zum Freischalten. Oh, deine Waffe. Ah, jetzt habe ich wieder Muni. Da! Ah. Bit verschlüsselten Code knacken willst. Wow. Krach, bumm. Oh ja, genau, ihr kommt. Was? Wo war denn jetzt hier? Muss ich das jetzt eigentlich nochmal machen? Oder galt es jetzt, dass ich den schon hab? Oh? Ach, der hat gezählt. Den musste ich nicht nochmal holen. Du.
zum Türöffnen. Ich arbeite Ups. Daran. Bin gespannt, wie du einen mit 128.000 Bit verschlüsselten Code knacken willst. Fuck. Nee, nochmal nicht. Weil jetzt die Folge die sich beendet ist und ich sage danke fürs Zusehen und hoffe, es hat euch trotzdem vielen Sterben gefallen. Wenn ihr bisher liken und subscriben, die Welt verteilen, wenn ihr es auch nicht fest getan habt, die Notation will aktivieren, dass YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt. Solltet ihr euch YouTube nicht benachrichtigen, was wenn bei uns abgeht, gibt es halt einen Twitter-Account für Dennis, den ihr einen Follow drücken könnt und einschränken könnt, dass alle Features angezeigt werden. Wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Tschüss!